lots going on right now. So, grüß euch, liebe Leute, hier ist der Olli. Und ich bin hier im Oculus. Da hat's ganz schöne Stimmung mit der Musik. Und hier ist gerade wenig los, oder? Oder nicht? Ganz tolles Gebäude von dem spanischen Architekten Calatrava. Geplant und dann gebaut für viel mehr Geld, als man ausgeben wollte. Hier drüben am Apple Store, da stehen ein paar Soldaten, die hier das Ganze sichern. Und im Hintergrund ein bisschen schöne, beruhigende Musik. Und jetzt geht's gleich los. Es kam eine U-Bahn an. Die sogenannte Path Train. Und jetzt stehe ich hier gleich mitten in der Lawine. Den Blick auf die Skyline, den gab es gerade eben. Da war ich noch drüben in New Jersey. Und wenn ihr da rausschaut, da seht ihr den World Trade Center Tower. Da ist er. Und jetzt kommen hier die Menschen, Massen aus der U-Bahn, aus dieser Path Train, PATH. Es fühlt sich wirklich an wie eine Lawine von Menschen. Jetzt schauen wir mal, wer hier noch so alles ankommt. Ich habe meine Maske mittlerweile abgenommen. Ich bin ja social distanced und trinke einen Kaffee. Ansonsten seht ihr, die Leute tragen noch fleißig ihre Masken und dieses Maskenmandate. Das soll ja auch jetzt ein bisschen gefallen werden lassen. Lass uns überraschen, sodass man wieder mit Kindern 5 bis 18 zum Essen gehen kann. Ach, da oben steht ein Polizist. Den seht ihr. Ja, so schaut es hier aus. Hier oben nochmal Militär. Ich bin hier gerade so ein bunter Punkt in der Menge. Ist schon ganz cool, gell? Was für ein Blick. Liebe Leute, wenn ihr mir einen Gefallen tun möchtet, dann bitte unterstützt mich, indem ihr meinen YouTube-Kanal liked. If you like what you're seeing, please go ahead and like my YouTube channel, watch all the different movies, comment the movies, like the movies, I'll comment back. Also von daher, liked meinen YouTube-Kanal, subscribe to my YouTube-Channel. Und zum anderen, schaut mal Holiday Tours auf Instagram nach. Und jetzt gehen wir mal da vorne hoch und schauen von oben runter. Ist schon mega geil, oder? Nehme die Rolltreppe zur Vesey und Fulton Street. Schauen wir uns das Ganze von oben noch an. Und dann schauen wir weiter. So sieht eine Rolltreppe aus. Und wie schaue ich aus? Ein wenig bunt. Servus, grüßt euch, hier ist der Olli. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Jacke und dann nach vorn. Die Toiletten hier vorne haben erst ab 8 Uhr geöffnet. Ab 9, sorry. Weil es ist ja 8. Und der Blick ist ganz geil. Der hat tolle Gesichtsmaske auf, ne? Der eine hat sein Bart, der andere hat sein Tüchchen.
vorne zu den Soldaten und sagt mir dann, thanks for your service. Der Blick von hier oben ist schon cool. What a view. Was das genau ist, bitte nicht reinschreiben, werde ich euch verraten. Und hier unten kommt wieder eine Lawine an Menschen. Schau dich das an. Mit jeder U-Bahn, die da ankommt, füllt sich der Raum und dann verlaufen sie sich alle in ihre unterschiedlichen Offices. Hört gar nicht mehr auf, what's going on? So viele Leute passen in der U-Bahn rein. Fängt jemand an zu zählen? Wo seid ihr gerade? Was macht ihr gerade? Schreibt's kurz rein. Drüben gehen dann die Ersten die Rolltreppe hoch. Die Nächsten machen sich zu den U-Bahnen. Und hier eine Zeitrafferaufnahme zu machen, ist der Hammer. Hinstellen, stehen bleiben, Zeitraffer an und los geht's. So it's pretty amazing if you choose time-lapse, stand like I do and take a little time-lapse. It's pretty awesome to see everyone running through the picture. Ja, der Werner, der ist bei der Arbeit in der Homeoffice. Werner, wie lange noch? Jupp, zoomen wieder raus. Schaut aus, als ob die alle auf dem Fließband laufen, oder? Und wie gesagt, das bricht nimmer ab. Das ist gerade New York City live. This is live in New York City with Holiday Tours. Please subscribe to my YouTube channel, Holiday Tours, one word. And besides that, follow me on Instagram, follow me on Facebook, that'd be great. Bis 17 Uhr, ja dann Werner. Wollen wir eine Werbung für dich machen, wenn du selbstständig bist, was magst? Schreib deine Webseite rein, da können sich das die Leute anschauen. Na, da schau an, der Luigi, der ist in der Homeoffice. Hat seine Hexe auf den Weg geschickt, ne? Aber die ist ja mittlerweile wieder daheim. Und jetzt ist es leer. Jetzt warten wir, bis die nächste U-Bahn kommt. Und dann wird es wieder voll. Ja, Werbung, schreib deine Seite rein, passt schon. So, ich nehme noch mal mit unten rein. Hier oben ist noch ein geiler Laden. Der Apple Store. Also Amerikaner sind veräppelt. The Big Apple. Das ist ein Big Apple Store. Coole Sache. Und wenn man hier ankommt, da kann man in die E-Train steigen. Hier vorne habt ihr die 1er U-Bahn. Da kann man auch reingehen. Und dann kann man in alle verschiedenen U-Bahnen steigen. Und jetzt könnt ihr mich lenken. Soll ich einmal nach links oben gehen? Sodass ich euch das nochmal zeigen kann, den Oculus. Wie gesagt, was es ist, lasst euch überraschen. Sehr futuristisch. Okay, gehen wir noch einmal nach oben. So dass wir von oben runterschauen können und es wird gleich eine mega Überraschung. Ihr seid jetzt quasi live dabei bei den Rolltreppen im Oculus für einen Megablick. Werner Zahel, Zahel.org. Und Werner, was magst du? Als Selbstständiger? Ich bin ja selbst und ständig unterwegs, ne? So, Megablick. Jetzt kommen da hinten die Leute aus der U-Bahn raus. Nicht aus der Path Train. 45JZ.
RW12. Und die anderen Leute kommen von der anderen Seite. Jetzt wird spannend, die Spannung steigt. Da treffen sie aufeinander. So, wie das Ganze von draußen ausschaut, zeige ich euch gleich. Denn ich glaube, ich habe noch ein wenig Zeit, ha? Aber erst gehen wir noch hier runter. Wer eine kurze Frage stellen will, könnt ihr gerne tun. In Bezug zur Politik werde ich mich nicht äußern und in Bezug zur Ukraine auch nicht. Aber ansonsten zu New York City, wenn ihr eine Frage habt, schreibt's rein. Hammer. Tolle Geschäfte gibt's hier. Wow, das ist mal ein Bett, ne? Und die Handtaschen. Rebag. Und der Kohan. Da habe ich natürlich heute die Schuhe an von Kohan. Ganz geil. Flower Power. Und da hinten machen wir uns runter. Nicht hinter zum Swatch-Laden, ein Stockwerk unterm Swatch-Laden, da wären die Geheimnisse der Victoria oder der Catherine, meiner Frau. Da könnt ihr auch zur 1 und R und W Train gehen. Da drüben hat es ein schönes Schaufenster, die Kate Spade. Oh, die Hunde, das sind ja schon Frühlingsgefühle. Wetter wird übrigens jetzt dann auch ein bisschen besser. Es wird wärmer werden. Am Donnerstag gibt es einen Livestream von der Skipiste Mountain Creek mit einem upcoming Superstar, der Julia. Nicht nur fährt sie toll Ski, sondern ist ja auch eine super tolle Sängerin. So, liebe Leute, ich mache mich jetzt noch einmal hier vor für euch und dann vor die Tür und dann sage ich Servus und Ciao. Wow, coole Uhren gibt es da. Der gute Mann überlegt gerade, ob er sich eine kaufen soll. Jeden Tag steht er da. Bin mal gespannt, ob er irgendwann seine Kohle ausgibt oder lieber in den Sprit steckt. Denn die Spritpreise sind ja der Hammer bei uns und bei euch. Ja, ich habe kurz gehört, 2 Euro. Ist schon geil. So AC23JZ45RW. U-Bahn-Fahrt kostet 2,75. Wenn ihr mehr als 12 Mal U-Bahn fahrt, rentiert sich das 7-Tages-Ticket. Das kostet $33. Damit könnt ihr aber nicht die Pass-Train fahren und die Air-Train. Beim JFK kostet 7,75 oder das 10er-Ticket $25. Dazu findet ihr viele Filme auf meinem YouTube-Kanal. Yay! So, und da müssen wir die Treppe hochlaufen kurz. Schauen noch einmal rein. Mit nochmal einem Mega-Blick. Und dann geht's raus und dann sage ich Ciao. Die Leute hier haben alle keine Zeit, ne? Rennen die Treppen hoch. What's going on? Where are we right now? So sag es. Ich sag nicht, what's going on right now? Sondern what's going on, where are we right now?
Menschenmassen marschieren wieder raus. Und jetzt gehen wir raus, schauen uns das an und dann sage ich ciao. Hoffe, es hat euch gefallen. Früher morgen ist immer am besten, denn neben den Commuters, den Leuten, die in die Stadt kommen, ist hier keiner. Und das sind die grünen Pfeile. Gehen wir raus. Schauen uns die Spiegelung an da drüben. In dem Millennium Hotel. Und gleich drehen wir uns um und schauen hier nicht auf die Kirchenstraße, die Church Street. Century 21 ist zu. Da drüben war es. Traurig, traurig. Sondern ich gebe euch noch einen Blick hier hoch. Wow. Das ist mal ein Blick, oder? Da drüben der Siebener Turm, das Performing Arts Center, das gerade gebaut wird. Der Blick in den Norden auf das Leonard Building und auf das wunderschöne Summit in der Ferne. Und ich mache mich jetzt auf den Weg. Macht's gut. Servus und ciao, sagt der Olli. Und ich sag wie das Mädel hier. Pfiatti, macht's gut. Servus. Oder wollt ihr nochmal mit rein? Den Rhein muss ich ja nochmal. Wenn ihr hierher kommt, dann ist wahrscheinlich viel los. An einem Regentag geht im Central Park spazieren. Nehmt euch einen Regenschirm mit. An einem schönen Tag kommt ihr hierher. An einem schönen Tag geht ihr in Museen, wenn euch Museen wichtig sind. Denn an einem Regentag seid ihr wahrscheinlich die Einzigen, die in ein Museum gehen wollen. So, da nochmal der Blick. Macht's ganz gut. Da ist wieder die zweite unten. Die kenne ich ja wenig, ne? Da schau, die winken. Die winken. Wow. Wahnsinn, ich komm runter. Ciao. Pfiatti.